So. So, pass auf. Dann kann ich jetzt erstmal hier den die Kollegin da wiederholen. Nee, dann wechseln. Und den Kollegen nochmal wiederholen. Oh. Hallo Saromir. So viele Namen, so viele Gesichter, so schwer zu verstehen. Hallo? Ihr, ich erinnere mich an euch. Zumindest glaube ich das. Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet. Wisst ihr, schließlich sind Einbildungen nämlich genau das. Erinnerungen an Dinge, die nie geschehen sind. Seid ihr Saromir? Ich bin Gorthauer der Gestalter. Der Feuerkönig Hartul. Haromir von Kupfer und Tee. Der Blumenkönig Lilichi. Umaril der Ungefiederte. Oder einfach nur Saromir. Es wird schwer, es genau zu wissen. Ottini hat mir erzählt, dass ihr beim Bannen der Daedra helfen könntet. Ich hätte es euch sagen können, aber ich habe es vergessen. Oder vielleicht habe ich es auch nie gewusst. Hörten, der Mann aus dem Wald ruft nach euch. Im Teich. Am besten schaut ihr nicht direkt hin. Er schaut zurück, wisst ihr? Ist alles in Ordnung mit dir, Junge? Soll ich vielleicht mal... Und was stehen hier für Leute? Eine Argonia? Eine... Vielleicht Waldelf? Ein... Vielleicht Bretone, kaiserlich? Was haben wir hier noch? Das muss ein Ork sein. Vielleicht ein Waldelf. Und vielleicht ein Hochelf. Sollte ich oben erstmal langlaufen? Dann geht es hier lang, dann geht es hier hoch. Weiß ich nicht. Nee, ich aktiviere den erstmal. Der wird ja nicht verschlossen. Ich bin Hermaeus Mora. Das unlösbare Rätsel. Die nicht zu öffnende Tür. Das unlesbare Buch. Ist ja gut. Die nicht zu beantwortende Frage. Ich frage mich, ob ihr versteht, warum ihr hier seid. Nun, ich bin hier, um die Daedra zu bannen. Ihr werdet die Daedra bannen. Doch ihr ahnt noch nicht, welche wilde Wucherung des Schicksals euch in meinen Heim geführt hat. In dieses zerstörte Abbild meiner Bibliothek. Na, was ist... was? Alles zu seiner Zeit. Doch nun zu den Daedra. Sieht schon ein bisschen nach ihre aus. Magika liefert die Energie für die Schutzzauber. Sind zwei Augen beieinander. Die meine Bibliothek. Ach, guck mal, die gehen weg, wenn ich die Maus drücke. Es ist jedoch keine Kleinigkeit, sie erneut zu bannen. Sachen. Dazu braucht es ein Fundament aus Seelen meiner Diener in Tamriel. Und jeder muss von anderen Blut sein. Was ist mit ihnen geschehen? Die Eindringlinge, die die Schutzzauber oben gebrochen haben, brachen unwissentlich auch die Bindungen hier unten. Vier der Seelen haben sich befreit. In ihrer Verwirrung wandeln sie nun durch diese Hallen und versuchen, ihnen zu entfliehen. Bändigt sie, um das Siegel instand zu setzen. Ich werde eure treuen Dienste belohnen. Der redet mir etwas langsam. Was ist Saromir zugestoßen? Heile indische Kristalle übertragen Erinnerungen direkt in den Geist ihrer Leser. Ihre übermäßige Nutzung übersteigt das Fassungsvermögen der meisten Sterblichen. Gut, kommen wir zum Geschäft. Ich könnte euch helfen, aber dieser ist nicht euer Diener. Jeder, der danach strebt, sein Geschick und seinen Geltungsbereich zu mehren,
ist mein Diener. Ob nun aus freien Stücken oder nicht. Tschüss. Gut, wir sollen... Huch. Wir sollen... Wir sollen... Diese drei Seelen... Gesessen. Puff. Komm, ich hole mal gleich den nächsten. Ich glaube, je weiter ich wegschieße, ja, je weiter ich entfernt bin von... je weiter ich ab bin vom Schuss, desto größeren Schaden mache ich. Ups. Puff. Na komm, die können wir auch noch machen. Au. Was hat sie gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Kommt ganz langsam ein Schuss nach dem anderen. Brauchen uns gar nicht beeilen. Um die mal gehen. Puff. So. Bücherlegal. Noch ein Bücherlegal. Noch ein Bücherlegal. Knochen des Waldes. Und noch ein Bücherlegal. Mit ein Leitfaden für das Angeln in Damliel. Und noch ein Bücherlegal. Oh. Die unbestleitbaren Wahrheiten der Kollektenbekleidung. Und. Die Weltweisheit von Salki Hala ha, Hala. Die Zeit des Ebenerzpaktes. Ebenerz. Grundlagen der Beschwörung. Und gewebte Geschichte. Was ist das hier? Frost auch gut ist. Hallo? Hallo? Nö, sieht gut aus. Ich schätze mal, das sind die beiden, die hier nicht herein durften. Die aber doch hereinkamen. Der kommt langsam näher. Geduld. Die sehen auch so aus wie der Fürst, ne? Der Irische. Die von ihm abstammen. Jetzt im Nachhinein fällt man das Kappa auf. Achso. Bücherlegal. Die Luinen von Genelsee. Und noch ein Bücherlegal mit Knochen des Waldes. Hatten wir schon. Was ist mit den neuen? Mir scheint es, seit die D3 hier sind, sind die alle ein bisschen benommen. Sanktum der Erinnerung. Ist doch immer was liegen. Ein Federletzen. Lass uns doch gerade mal auf der anderen Seite nochmal gucken. Habe ich überhaupt schon wen besiegt? Ja. Ups. Ich und mein Gehirn. Natürlich sehr dicht dran, das heißt, ich mache weniger Schaden, aber 35 war schon mal ganz gut. Ja. So, jetzt gehe ich aber gleich mal hier hinten lang, weil hier war ich eh noch nicht. Ja. Mist. Ach, jetzt habe ich extra das Ding hier hingestellt. So gut sah ich jetzt aber nicht mehr aus. Das hilft der Liebe. Und der Ursprung der Knochen. Na los. Guck mal, bei der Entfernung klappt das. Ist da noch einer? Ganz vorsichtig. Vorsichtig.
Ups. Puff. Noch ist es mehr. Drück da immer wieder drauf, ich kann ja nichts dafür. Was ist hier? Okay. So, schlüpf. Federletzten. Der schreit noch ein bisschen, ist in Ordnung. So, da packen wir mal eben alles ein. Kaiserlichen Seele. Achso, die Eile zurück in die Hauptkammer. Wahrscheinlich sind das die, die gefehlt haben. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass was gefehlt hat, aber offensichtlich hat da noch was gefehlt. Ich glaube, dem fehlt irgendwas. Aua. Ja. Löchern. Was haben wir hier? Nanu? Die sind ja beide so gebückt. Grüße. Ups. Burn, baby, burn. Rang 4 bei Versorgung erreicht. Autsch. Brande darauf, mich kennenzulernen. Neues Buch entdeckt. Warte, 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 warte. Nee, warte doch nicht. Diese Kugel. Gewebte Geschichte. Und eine Beschwörung. Bücherregal. Die würden natürlich auch alle was looten, wenn das Level stimmen würde, aber das Level stimmt überhaupt nicht. Aber das ist eh schon fast seit Beginn so. Guck mal, der letzten Seele können wir nochmal zuschauen, wo das eigentlich hinläuft. Oder nicht? Ach, da. Ah, verstehe. Aber hier fehlt noch eine. Ich muss vergessen. Ich habe nichts vergessen. Ich möchte jetzt gerne speichern und das war bei Two Worlds. So, weiter geht's. Drei Diener, die mit ihrem Meister wieder vereint wurden. Nur einer bleibt. Und wo ist die vierte Seele? Eine schwierige Frage. Die Bosma-Seele ist aus Ilmyris entkommen. Wir brauchen einen Ersatz. Saromir, mein Bruder. Erfüllt alle Bedingungen. Tötet ihn und bringt mir seine Seele. Und wenn nicht? Einer wird sterben. Ob ihr euch mir nun verweigert oder nicht. Erlöst den verrückten Priester von seinen Qualen. Oder der ist ja nur verrückt geworden wegen dir. Ich werde einen anderen wählen. Ihr könnt euch sicher sein, dass euch diese Wahl nicht fallen wird. Komm nochmal auf den Punkt, Junge. Aber der ist doch nur verrückt geworden, weil du es so wolltest. Nö. Euer Aufbegehren wurde vermerkt und seine Konsequenzen nehmen bereits Gestalt an. Ortenir wird an Saromirs Stelle in den Tod gelockt. Bindet seinen Geist. Es sei denn, ihr seid gewillt, die Daedra ganz Grünschatten überrennen zu lassen. Ortenir.
War das jetzt die richtige Entscheidung? Ich bin mittlerweile so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß es nicht. Moment. Moment. So, musste ich mal eben ganz kurz pausieren. Und schwupps, geht's weiter. Tja, Junge. Er hat sich nur auf den anderen konzentriert. Da geht die Seele zurück, aktiviert den Schrein. Wir schauen uns hier noch ein bisschen um. War ich hier schon? Oder war ich hier noch nicht? Ich bin dabei. Das ist ein extra Raum, ne? Oh, das ist so warm hier heute bei mir im Zimmer. Mitten in der Zivile aufnehmen ist auch hübsch. Ist ganz hübsch. So, pass auf. Gut erfüllt. Fertig. Tut mir leid, Ortchen hier. Oh, sicher, dass der das. Nee, der müsste das sein, ne? Ach, das ist er auch. Geht's dir? Der Mann gut? Aus dem Wald ist weder Mann, noch Land, noch Wald. Ich glaube trotzdem, der Junge ist in Ordnung. Wir werden sehen. Orten ihr Seele, versiegelt die Bindung. Aber ohne einen Hüter fliehen die Dädra. Es ist nur vorübergehend. Der Berg wurde abgetragen. Ja. Und die Gezeiten heben und senken sich Schnarch. Mit derselben Unvermeidbarkeit. Mit derselben Langsamkeit. Ihr hattet versprochen, meine Dienste zu entlohnen. Meine Erinnerung ist ebenso treu wie mein Wort. In dem Kristall hinter euch werdet ihr Wissen finden, von dem ihr nicht einmal ahntet, dass ihr danach gesucht habt. Andere haben schon für dieses Wissen getötet. Was soll sein? Ein Fertigkeitenpunkt? Oh. Bleibt das jetzt so hell? Ach so. Hermeus Moras. Ja, das hatten wir schon. Ein. Ach, den da hinten. Oh, tatsächlich, jetzt ist mehr Licht reingekommen. Alle Ebenkristalle. Aktiviert den Schrein. Nicht noch eine Erinnerung! Mein Geist ist voll! Seid ihr sicher, wir verschwenden nicht unsere Zeit? Wie viele hat dieser verdammte Kristall nun schon auf dem Gewissen? Geduld. Seid versichert, dass Elmyris das Wissen verwahrt, das Nemons Schatten brauchen wird. Diesen Mann? Nein! Die Wurzeln! Sie umfassen den ganzen Wald und in der Mitte dieses Pulsieren. Oh. Das Herz. Es schlägt. Endlich. Lasst es mich sehen. Halt! Was tut ihr da? Der Kristall wird euch den Verstand rauben. Wundervoll. Diese Wahrheit, diese klare Sichtweise. Alles führt nach Hektahim. Nach wo? Hektahim? Was hat das zu bedeuten? Wir reden erstmal mit ihm. Nochmal. Nacheinander haben Nemon und Eliel, genau, meine Diener, den Kristallen ausgesetzt. Bis ihr sterblicher Verstand unter der Belastung stöhnte und brach. Warum? Wonach haben sie gesucht? Was soll? Gott, ist das langsam. Macht. Sie nannten es das Herz von Walenwald. Doch wie man es auch nennen mag, bedeutet es stets das Gleiche. Was ist denn das Herz? Ihr habt euch noch nicht jenes Wissen verdient, das Nemon und Pelidil gewaltsam an sich gerissen haben. Sie sind nach Hektahim gegangen. Wohin ihr geht, ist eure Entscheidung. Aber ich werde euch beobachten. Okay, tschüss. Abgeschlossen, der überflutete Hain. Meine Güte, hat der lange gesprochen. Ihr habt Hermaeus Mora beschwichtigt und den Wurzeln Wasserheim gerettet. Was ist das? Sein Portal.
Wir gehen hindurch. Oh, etwa nach oben? Das mir natürlich sehr zuvorkommt, wenn ich jetzt einfach mit ihm hier so quasi nach oben vor die Haustüre schnarch. Schnarch.